Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video. Wieso guten Morgen? Ich befinde mich hier gerade 8.30 Uhr in der Küche. Es geht für mich jetzt ab zu Ivo Sports Jule, denn dort wird heute ein bisschen was an Content gedreht. Nicht unbedingt für mich, ja, ich nehme euch aber trotzdem mit, sondern für den Ivo Sports Jule Instagram-Channel. Und dementsprechend werden wir dort auch einige bekannte Gesichter treffen. Wer dabei ist, was es gibt, das seht ihr auf jeden Fall im weiteren Videoverlauf. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute einfach mal einen Tag aus meiner Wettkampfvorbereitung, an dem ich quasi auswärts esse, ne? Denn ich gehe jetzt natürlich irgendwo an diesem Tag nicht meiner regulären Strukturen nach, sondern ich muss natürlich so ein bisschen flexibler bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich vorbereitet und hier gibt es jetzt erstmal eine kleine Übersicht der ersten Mahlzeiten für heute. Die erste Mahlzeit, die ich mir hier vorbereitet habe, sind einmal hier das Ivo Sports Jule Evonade Clear Whey Protein im Geschmack Sour Peach. Habe ich hier 50 Gramm insgesamt in diesem Ivo Sports Jule Shaker zusammen mit 9 Gramm Kreatin Monohydrat, also 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr. Die zweite Mahlzeit, die wir hier haben, das ist ein Ivo Bar. Ja, ein Ivo Bar, den wir hier im Geschmack Strawberry White Quiz. Der ist auf jeden Fall jetzt aktuell auch für euch nochmal im Shop in den Restock gekommen, damit ihr hier Bescheid wisst, zusammen mit einer Banane. Und dann haben wir hier als letzte Mahlzeit, das wird wahrscheinlich so meine Pre-Workout-Mahlzeit heute werden, 35 Gramm Reisbrei. Wir haben hier 35 Gramm Oats, bisschen dunkle Schokolade, Sauerkirschen und natürlich auch einiges an Elektro-Equipment heute mit dabei, um für euch den besten Content zu drehen. Im Übrigen gibt es gerade einen dicken Rabatt auf das Evo-Kreatin und zwar 20% Rabatt auf das Kreatin-Monohydrat und auf alle Kapselprodukte in unserem Shop und alle Evo-Bars, ja, sind restockt worden und unlimitiert bestellbar. Mit dem Code KBK spart ihr immer die besten Rabatte. Checkt das Ganze gerne aus, solange der Vorrat reicht. Und dementsprechend wird es für mich jetzt wahrscheinlich so anfangen an dem Tag, dass ich den Tag starte mit hier diesen beiden Schätzen auf der Autofahrt. Ja, werde ich mir hier den Ivo Bar genehmigen, plus eine kleine Banane und über den Tag wahrscheinlich nur einen kleinen Shake, während wir Content drehen, um flexibel zu bleiben und dann vor dem Training wahrscheinlich hier das Reismehl. Ja, also so gehe ich mal mit meinen vorgepreppten Meals ein. Ich denke, heute Abend, wenn ich zu Hause bin, gibt es nochmal ein Meal, denn heute ist auch High Day. Was das bedeutet, sage ich euch auf jeden Fall im Verlauf. Das hier wird übrigens mein Reisekoffer. Ich habe hier einiges drin. Hier sind, glaube ich, 5 T-Shirts drin. Hier sind noch ein paar Sneaker, Jordan 1 drin. Dann haben wir hier ein kleines Handystativ, Zughilfen, mein ganzes Meal Prep, Elektro-Equipment. Und so gehen wir jetzt mal auf die Reise. Monster ist auf jeden Fall auch noch hier als Vorrat mit am Start. Weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt. Lange, lange nicht mehr getrunken. Hallo Mercedes. Was kann ich für dich tun? Navigiere mich zu Ivo Sports Jule. Da sind wir. Ivo Gym. Gehen wir mal rein. Schauen wir uns mal an, wer schon da ist und was heute auf jeden Fall so geplant wird. Der Lou ist hier am Start. Moin. Bro, bist du heute der Organisator dieses Ganzen? Ja, zusammen hier mit Lukas und Lars, genau, machen wir heute einen Drehtag für Ivo und drehen ein paar kreative Reels mit dir und Patrick in der Hauptrolle ab. Und wir werden heute Piraten sein. Ja, ich habe mir ein bisschen was überlegt, wird auf jeden Fall lustig, kreativ, haben uns einiges einfallen lassen mit euch. Also ich glaube auf jeden Fall, Patrick ist wie für die Rolle gemacht. Der Piratenkapitän. Ja, der hat Hawk mir gestern schon gesagt, so mit seinem Sohnemann, ja, dreijähriges Kind, spielt er hier gerade auch ab und zu mal Pirat, deswegen genau, ist perfekte perfekt Rolle dafür. Ja. Für dich haben wir uns auch noch was Gutes einfallen lassen. So, und der Tagesplan sieht jetzt so aus, dass wir wahrscheinlich erstmal insgesamt 4 Reels, wenn ich das richtig im Kopf habe, abdrehen werde. Ich 2, glaube ich, Patrick, glaube ich, 2, noch ein bisschen was auch zusammen und dementsprechend mal gucken, ob wir hier noch zeitlich gesehen ein Training reinkriegen, denn Patrick muss heute Abend, ich glaube, um 7:30 schon wieder am Bahnhof sein und dementsprechend sind wir wahrscheinlich ein bisschen knapp hier an, aber wenn wir uns beeilen und unsere Schauspielkünste hier entfalten, dann wird das vielleicht was. Wenn man ja die Band wieder Naturals gewinnt, ja, dann kann man ja auch das Folgejahr zum Olympia, ne? Ah, wirklich? Hm? Genau, ist Olympia-Qualifier. Deswegen. Aber ist halt erst dann nächstes Jahr, ne? Also okay, dann müsste ich mich nächstes Jahr für die 2025 Olympia vorbereiten. Mach mal Sieg klar, nächstes Jahr komme ich mit. Ja? Ja. Ja, okay. Easy. Regel ich. Easy. Regel ich. Easy. Ja, easy. Wenn mehr Bock drauf hab, auf was? Videos zu machen. Ja?
aber das ist immer so ein bisschen die Illusion, ne? Man denkt dann immer, okay, ja, wenn ich shredded bin und so, dann... Ich glaube, das ist nicht nur die Illusion, das ist so, oder? Return on Invest ist auch besser, oder? Klar, die gehen schon besser, aber du hast nicht mehr Bock, dann Videos zu machen, ja? Du siehst zwar besser aus, aber hast dann auf der anderen Seite natürlich die Diät-Symptome, die dir die Lust da so ein bisschen nehmen. Also, wir haben jetzt die erste Szene hier als Voice-Over aufgenommen. Meine Sprachkünste waren auf jeden Fall wieder on point, sodass wir jetzt in die nächste Szene übergehen können. Und hier wird schon alles fleißig vorbereitet. Hier die Lichtschirme, ja, am Start, Blaulicht am Start. Lichtstäbe. Alles am Start. So, und dein Job ist? Gut aussehen. Pirat. Zum Beispiel. Türsteher. Pirat, Türsteher. Alles, wo schauspielerische Fähigkeiten, ja, ja, benötigt werden, die ich natürlich nicht mitbringe, aber testen wollen. Mahlzeit Nummer 2 geht ins System. Wir haben hier 50 Gramm von der Evonade im Geschmack Sour Peach zusammen mit 10 Gramm bzw. 9 Gramm Evo Kreatin, um genau zu sein. Und damit sind wir heute auf jeden Fall noch ziemlich low-kalorisch unterwegs. Wie sieht es bei dir aus, Cem? Frühstück hat er schon sich einverleibt. Ja, 2 Brötchen mit 100 Gramm Hähnchenausschnitt, 2 Scheiben Käse und 2 Eier waren dabei und 2 Kaffee plus später noch eine Energy, dementsprechend Koffeinzufuhr. Was sagt ihr? Bin ich gleich auf. Wir sind weiterhin beim Dreh. Patrick ist jetzt gerade nochmal dabei, die nächsten Szenen abzudrehen. Und für mich gibt es jetzt erstmal hier eine Mahlzeit. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, eben einmal den Evo Bar Pro zum Frühstück gehabt. Ich habe jetzt danach nochmal eine kleine Banane und einen Shake gehabt. Und dementsprechend bin ich soweit auch schon gut versorgt. 450 Kalorien drin, aber schon 2 Protein-Feedings. Und jetzt gibt es mal eine etwas größere Mahlzeit. Hier haben wir die nächste Mahlzeit. Und zwar hat diese wunderbare Mahlzeit auch gar nicht mal so viel Kalorien. Sieht auch super unspektakulär aus hier in der Tupperdose. Schmeckt allerdings wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Kann ich euch definitiv empfehlen. Evo Way Schokolade hier als Basis. Bisschen dunkle Schokolade, Sauerkirschen. That's it. So, meine Freunde, wir haben jetzt soweit das nächste Meal installiert. Ich fühle mich langsam wieder bei Kräften, muss aber sagen, heute ist schon das ein oder andere Monster ins System geflogen. Wir haben ein Monster bisher drin, plus ein großer Kaffee, jetzt hier vom Louis das nächste Monster bekommen. Und dementsprechend geht es jetzt ab in eine kleine Posing-Runde und der liebe Patrick und Louis werden mir mal ein kleines Feedback geben, wie ich aktuell so dastehe. So, wir haben uns hier wieder eingefunden. Ja. Hast du Form gesehen? Ja, sieht super aus. Gibt das dieses Jahr was? Sieht man schon, ne? Konkurrenz. Wenn du dich anstrengst, ja. Ja. Aber ich denke mal, so von der Ausgangslage her macht schon was her, ja. Super. Das ist natürlich immer eine andere Sache, dass du auch sicher in den Hafen einzufahren. Letzten Male hat einigermaßen gut geklappt. Hoffen wir, dass es dieses Mal auch wieder so wird. Ja, aber mal schauen. Aber ich denke mal, grundsätzlich an der Planung wird es jetzt erstmal nicht scheitern. Ja. Ich muss 12 Kilo abnehmen ungefähr, 11 bis 12, ja. Ist angepeilt. Ja, ist doch easy. Wie viel hast du noch? Ja, auch so ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. 15, oder? Ja, circa. Ja. Gucken, was hängen bleibt. Ja, ich denke mal ein bisschen mehr, aber in der Regel von 101 jetzt runter, vielleicht 13 Kilo, vielleicht 14 Kilo. Muss mal gucken, wie es denn leer das Gewicht ist, ne, als Referenz. Ja, genau, aber bei mir auch leer. Ja, also, okay. Ja. Und der nächste Kandidat hier, Louis, auch selbst Coach, Natural Bodybuilding Coach primär. Du hast jetzt aktuell auch sehr viele Natural Bodybuilding Athleten eigentlich nur im Team, ne? Man sieht es immer mehr auf Wettkämpfen. Louis letztes Jahr auf jeden Fall mit dem Arti gegen den Ali auch den Overall geholt in der Men's Physikklasse. Evo Classics, genau. Also der Junge weiß auf jeden Fall, was er macht, ja. Louis, gib mal einen kurzen Take. Was sagst du zur Form? Was sagst du zu der zeitlichen Realisierung des Ganzen und auch vielleicht zu dem Endgewicht, was ich angepeilt habe? Ja, also auf jeden Fall realistisch, was du geplant hast. Jetzt nochmal so mit 11 bis 12 Kilo Fettverlust und eben auch der Showplanung mit der ersten Show in 28 Wochen und der finalen Show dann in 40. Genau, ja.
40 ja. Wochen, ja, bist du natürlich super im Zeitplan. Also 12 Kilo in 40 Wochen absolut realistisch. Und du hast natürlich auch schon in deiner letzten Season gezeigt, dass du natürlich eine 1A-Härte bringst und diese dann auch über die Season wirklich aufrechterhalten kannst. Von daher jetzt mit der Zeitplanung wird das super funktionieren. Also das Herbstsaison hört sich gut an. wird richtig krass. Also ja. Was da an Athleten aufgeboten wird, ich glaube, das wird die größte, beste, kompetitivste Season im Natural Bodybuilding jemals. Kein Druck an der Stelle. Gar kein Druck, ne? Du hast schon gezeigt, wie es geht. Ich glaube, dieses Mal wirst du ja, mal ein verbessertes gucken. Paket bringen, ne? Geht nur noch besser. Gerettet. So, und jetzt würde mich noch eine Sache interessieren. Ich frage den jungen Herren hier. Diesen Herren mit der höheren Expertise hier, wenn es darum geht, Wettkämpfe zu bestreiten. Paddy, 11-mal gestartet, habe ich eben schon gehört. Würdest du sagen, diese 12 Kilo in dieser Zeitspanne sind zu wenig Gewicht, was ich verlieren muss? Nee, an sich nicht. Also ich bin ja auch ein Freund davon, gerade nach hinten raus, ja, das deutlich ausschleichen zu lassen, was die Rate of Loss anbelangt. Sich da eher lieber ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, weil natürlich die letzten 2-3 Kilo deutlich härter sind, die runter zu bekommen im Vergleich zu den ersten 3 oder den ersten 5 oder 10 Kilo. Ja. Macht es durchaus Sinn, da ein bisschen gediegener voranzuschreiten. Und im Zweifel kann man immer noch sagen, wenn man ein bisschen seiner Zeit voraus ist, dass man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Pause in Sachen Diet Break einlegt, Zeiten insgesamt da ein bisschen verlängert. Und da hat man natürlich ein schönes Tool, wenn man damit einigermaßen umgehen kann. Zu früh sollte man natürlich nicht fertig sein, aber da spielt auch so ein bisschen die Erfahrung der Athleten mit rein und der Coaches, wie die Athleten auf den einzelnen Körperfettanteil reagieren. Gut, nächster Task hier auf jeden Fall erledigt. Ab in die Men's Physikklasse mit mir. Ihr habt es gesehen, ich habe mich auf jeden Fall schon an dem Men's Physik Posing ein bisschen geübt, um die neuen Hosen für Supercraft zu shooten. Mit dem Code KBK spart ihr im Übrigen dort auch 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also auch dort gerne mal vorbeischauen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt gibt es hier mal eine kleine, aber feine Lostaria-Pizza. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr stabil aus. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal eine Pizza Tonno-Hälfte und Prosciutto e Funghi-Hälfte. Ganz ehrlich, aber das sieht irgendwie nicht aus wie Hälfte-Hälfte. Naja, egal. Auf jeden Fall hier hoffe ich, dass ich mit den Makros relativ gut hinkomme. 65 Gramm Protein, 165 Gramm Kohlenhydrate und 40 Gramm Fett. Ja, also bei ca. 1300 Kalorien. Ich glaube, das könnte hinkommen. Paddy packt sich ein bisschen hier über seine Pizza ab. Ja, Digga, ich habe 2 Stücken Hähnchen drauf, oder was? Barbecue Chicken. Und es sind 7 beiden Stücken hier. Proteine müssen rein, ne? Wieder zu Hause angekommen, wird sich natürlich ordnungsgemäß nochmal eine Mahlzeit reingeschraubt. Ich habe jetzt gerade meine Kapseln genommen, also Ivo Omega 3, ja, 4 Kapseln davon, 3 Kapseln von dem Vitamin D3 plus K2, der Matrix 2 No Stress und 5 Backup Pro. Später gibt es nochmal das Evo Sleep. Jetzt gibt es dann nochmal abschließend hier eine kleine Mahlzeit. Und zwar haben wir hier nochmal ein kleines Porridge zusammen mit ein bisschen Apfel. Es ist spät, Leute, es ist spät. Mit ein bisschen Apfel, Zimt, ein paar Cornflakes drauf, ein bisschen Whey nochmal. Und ich habe hier gerade nochmal einen Schuss kalte Milch drüber gegeben. Das macht es nämlich aus, Freunde. Ich würde auch sagen, das sieht auch sehr, sehr lecker aus und sehr, sehr gut aus. Kann man sich auf jeden Fall als letzte Mahlzeit hier noch einmal genehmigen. Ja. Und dann geht es auch gleich schlafen. Makronährstofftechnisch sind wir heute auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Wir haben jetzt 2978 Kalorien. Hab nochmal 10 Gramm Fett für die Losteria Pizza einfach on top gegeben. Einfach aus Prinzip haben wir jetzt insgesamt 67 Gramm Fett. Dahingehend 355 Gramm Carbs. Und ca. 222 Gramm Protein und somit ist der erste High Day der Prep durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke für die Benachrichtigung zu aktivieren. Und wenn ihr mehr von YouTube, beziehungsweise wenn ihr mehr von Instagram auch sehen wollt, von meinem Leben sehen wollt, dann checkt das gerne auch auf Insta ab. Mein Profil DanielKBK- in der Videobeschreibung verlinkt. Dort habe ich nämlich täglich auch noch ein bisschen mehr Content in der Story, aber auch über die Beiträge, wo ich jetzt einfach meine Prep so ein bisschen über Journaling mit euch teile. In diesem Sinne, ciao, ciao.